Frank Heinrich für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist dem noch hinzuzufügen? Nachdem sehr deutlich von verschiedenen Seiten klargemacht wurde, um was es eigentlich in dem Antrag von Ihnen, von den Linken, geht, Anspruch zur Wirklichkeit. Wenn man die Wirklichkeit darstellen will, dann muss man sie auch als Wirklichkeit darstellen und nicht als etwas Überhöhtes oder Erniedrigtes. Eine Darstellung eines deutschen Landes oder der menschenrechtlichen Lage in Deutschland, die letztlich vernichtend ist. Einer von den Vorrednern hat gesagt, wie ein kleiner Staat irgendwo am Rand. Das trifft die Situation nicht. Sie beginnen diesen Antrag mit Worten, Frau Steinbach, Sie hatten das angefangen, einige Zeilen, die wir vollkommen unterstreichen werden und würden, wenn das nicht in Spannung gesetzt würde zu der Darstellung, die Sie als Wirklichkeit dann hinstellen. Dadurch, wie Sie einleiten, wird deutlich, dass wir ein Rechtsstaat sind. Und das ist die Grundlage und das ist eine gute Grundlage unseres Staates. Aber dann, ich möchte vielleicht einen Vergleich verwenden, dann reden Sie davon, als würden wir Kreisklasse spielen, was die Menschenrechte weltweit angeht. Und letztlich sind wir zumindest in der Bundesliga, was andere Staaten bewerten, oder in der Champions League. Ja, wir sind nicht auf Platz 1, 2 und 3. Und deshalb lassen wir uns auch gerne kritisieren. Und ich danke, Herr Königs, dass Sie das auch noch mal verifiziert haben. Aber letztlich ist dieser Antrag in sich selbst nicht schlüssig, weil er vernichtendes Urteil macht über etwas, was nicht vernichtend ist. Sie suggerieren einen Status, der in der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen wird, innerhalb des Landes und außerhalb des Landes nicht. Heute Morgen war eine Sitzung, eine kleine Konferenz im Auswärtigen Amt. Dort wurde sehr deutlich, wie die Bewertung der Menschenrechtslage in Deutschland ist, wie sie bewertet wird. Und dann machen Sie, mehrere Kollegen haben das als Sammelsurium bezeichnet, der Menschenrechtsverletzungen. Wir wissen um diese Dinge, weil wir diese Berichte gelesen haben. Wir nehmen sie als Aufforderung, uns zu verbessern. Wie man eben auch, wenn man auf Platz 5 in dem Bild von mir zu bleiben in der Bundesliga steht, natürlich besser werden will. Und das nehmen wir als Auftrag, auch was Sie dargestellt haben. Und ich leugne nicht, dass es diese Fälle gibt. Aber ich sage erneut, wo bleibt das Maß? Frau Schuster hat gesagt, wo bleibt die Dimension, in der wir hier miteinander diskutieren? Sie malen ein Bild, das nicht, aber auch gar nichts mit den Realitäten in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2012 zu tun hat. Ich sage nochmal, ich weiß um die Dinge. Wir haben sie gelesen, offensichtlich Sie nicht, weil Sie einige der Situationen gar nicht vorgelegt haben und zitiert haben in Ihrem Antrag. Für uns ist es absurd, die Forderungen, das Grundgesetz mit einer Reihe von Einzelrechten künstlich aufzublähen. Das Grundgesetz ist eben die Grundlage für die Ratifizierung auch der WSK-Recht, die ja bereits 1973 erfolgt ist. Kollege Heinrich, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Alpers? Ich bitte Sie. Vielen Dank. Herr Kollege, Sie haben gerade gesagt, das, was wir gemacht hätten, hätte kein Bezug zur Realität. Werder Bremen, wir stehen auf Platz 5 der Bundesliga. Sie haben recht, auch wir Bremer und Bremerinnen möchten besser werden. Aber wir haben sehr genau hingeguckt. Und wo stehen wir ganz genau? Wenn wir wissen, als Bildungspolitikerin sage ich, und dabei bleibe ich, Bildung ist ein Menschenrecht. Die UN-Konvention hat gesagt, wir wollen die Analphabeten weltweit halbieren. Wir haben 7,5 Millionen strukturelle Analphabeten. Wir haben 1,5 Millionen junge Menschen ohne Berufsausbildung im Alter zwischen 20 und 29. Wir könnten morgen früh über 2 Millionen junge Menschen in Ausbildung geben. Eine von vielen Beispielen. Ich weiß, ich möchte mich nicht mit der dritten Welt vergleichen. Wir sind hier in der ersten Welt. Und ich finde, wir sollten dahin gucken, wo wir sind. Und deshalb frage ich Sie, stimmen Sie mit mir überein, dass wir ganz genau gucken müssen, unsere Bedingungen und unsere Schwierigkeiten, die wir noch haben, dass wir diese auch annehmen und realistisch einschätzen.
Und Sie können das nicht damit abtun, wir sehen die Realität nicht. Wir sehen alle die Menschen und wir sehen, was wir zum Beispiel an Bildung brauchen, Herr Kollege. Liebe Frau Kollegin, meine Kritik, und ich habe das 2 oder 3 Mal in meiner Rede gerade gesagt, geht nicht dahin, dass Sie die Einzeltaten, die wir ja in den Berichten gelesen haben, übrigens in mehr Berichten als Sie darstellen, dass wir die leugnen. Allerdings das Maß und die Art und Weise, wie Sie diesen Bericht zusammenfügen, disqualifiziert die Aussage dieses Berichtes. Und damit kommen wir nicht klar. Ich habe gerade ebenfalls gesagt, dass wir bereit sind, von dem Platz, auf dem wir stehen, weiterzuarbeiten und vorwärts zu kommen. Das ist uns wichtig. Und es geht nicht darum, dass wir den einzelnen Benachteiligten, Sie haben die alle aufgezählt in Ihrem Antrag, und ich finde in der Vermessenheit, in der Art und Weise, in der Degradierung auch dessen, was unser Staat ausmacht, ist das nicht angemessen. Gerade weil diese Rechte, die Menschenrechte, insbesondere die WSK-Rechte, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, so eine wichtige Rolle in unserem Land spielen, hat sich die Bundesregierung zu dieser regelmäßigen Berichterstattung verpflichtet. Und wenn man dann, um nochmal dieses Bild zu benutzen, in der Champions League oder in der Bundesliga spielen will, dann muss man auf hohem Niveau überprüfbar sein. Und diese Prüfberichte belegen das, dass man sehr genau hinschaut. Evaluation ist da ein Teil der Sicherung der Menschenrechte in unserem Land. Dem setzen wir uns aus. Der 5. Staatenbericht, auf den Sie sich unter anderem beziehen, der wurde 2008 erstellt, 2011 ergänzt, der redet von der hohen Qualität in unserem Land. Unter anderem die Arbeitsmarktreformen werden da drin erwähnt, als hohe Qualität, wo eben das, was Sie dort als Menschenrechtsverletzung beschreiben, nämlich die hohe Massenarbeitslosigkeit, da wird gesagt, dass die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigen Stand der letzten 20 Jahre ist. Entschuldigen Sie aber, das wirkt genau entgegengesetzt dem Standard und den Tatsachen, die Sie darin beschreiben. Die Annahme von Zielen, um die wirksame Umsetzung des nationalen Integrationsplans sicherzustellen, das waren jetzt nur 2 der Beispiele. Darüber hinaus, was nicht in dem Bericht steht, müsste man dazufügen, dass es weitere Maßnahmen gibt, wie 2011 die Maßnahmen um das Bildungs- und Teilhabepaket, die Branchenmindestlöhne, die eingeführt wurden. Bitte halten Sie auch fest mit uns. Es gibt Defizite, die stellen wir mit ein, auf die der Bericht hinweist, aber wir wollen sie nicht überhöhen. Wir wollen sie bitte in ein Maß setzen. Die Verwirklichung der Menschenrechte ist nichts einfach Gegebenes, was man hinnimmt, sondern etwas, worauf man sich wo man hinstrebt und wo man für kämpft. So wird die Bundesregierung für eine Umsetzung der Forderungen des Staatenberichtes weiter bis zum nächsten Staatenbericht 2016 arbeiten, denn wir wollen eben besser werden als bis dato. Ich weise allerdings entschieden diese maßlose Verzerrung des Bildes von unserem Land zurück. International bescheinigt man Deutschland, wie zu Beginn erwähnt, den hohen Stellenwert. Sie werden verstehen, dass wir einem solchen Antrag in diesen Worten und in diesem Wesen nicht zustimmen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine gute Abstimmung und dann einen guten Feierabend. Dankeschön. Bis zu letzterem haben wir noch ein kleines Pensum hier zu bewältigen, aber tatsächlich ohne weitere Debatten. Ich schließe